Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 12. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Das sind die Drucksachen 19/3635 aus 19 zu 65/37 aus 19 und bitte als erstes den Berichterstatter Abgeordneten Klein um die Berichterstattung. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses mitteilen zur Drucksache 19/6537. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der LINKEN, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Danke, Herr Klein, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Hofmann für die SPD-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute in zweiter Lesung erneut ein Sammelgesetz. Wir haben es eben ansatzweise gehört, wo verschiedene Rechtsvorschriften entweder verlängert werden sollen mit verschiedener Geltungsdauer oder sozusagen entfristet werden sollen. Ich darf nach der Prüfung dieser Gesetze und vor allen Dingen auch nach einer Anhörung, die wir im Rechtsausschuss gemacht haben, feststellen, dass eine Evaluierung der Gesetze fehlt, und zwar erneut. Folgende Fragen müssen aus unserer Sicht im Rahmen einer Evaluierung, die fehlt, beantwortet werden. Etwa: Sind die Ziele der Gesetze erreicht worden? Gibt es Einwendungen oder Anregungen von Seiten der Normanwender und Adressaten oder nicht? Gibt es konkreten Änderungsbedarf oder können Vorschriften entfallen? Welche Personal-, Sach- und Verfahrenskosten werden durch die Vorschriften verursacht? Und ganz wichtig, wird das Konnexitätsprinzip berührt für die Kommunen? Entstehen Kosten für die Wirtschaft? Wenn ja, in welcher Höhe? Oder auch die Frage, wie sieht das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Vorschriften aus? All diese Fragen, die im Rahmen einer echten Evaluierung gestellt und beantwortet werden müssten, hat bestimmt kein Kollege im Rahmen der Anhörung beantwortet bekommen, meine Damen und Herren. Und insofern bleibt es bei unserer grundsätzlichen Kritik. Sie haben überhaupt kein Interesse an einem echten und erforderlichen Normcontrolling, was aber nicht nur erforderlich wäre, sondern was auch nämlich einer effektiven Durchsetzung von Vorschriften und auch der Frage, welche Vorschriften brauchen wir überhaupt, welche können wir aber auch entfallen lassen, was wirklich auch angezeigt wäre. Ich möchte noch einmal an drei Stellen auch eine inhaltliche Kritik vorbringen, die uns wichtig ist. Ich möchte hier noch einmal exemplarisch das Therapieunterbringungsgesetz anführen, das nämlich regelt, wie Menschen, die psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen haben und einer Unterbringung bedürfen, wie die entsprechend untergebracht werden. Dafür sind ja dann auch die Kommunen zuständig. Und der Hessische Städtetag und der Hessische Landkreistag hat ganz klar klarstellende Regelungen eingefordert bei diesem hochsensiblen, aber auch sicherheitsrelevanten Thema, nämlich der Unterbringung dieser Personen. Und auf diese Anregungen, auch diese Kritik sowohl des Landkreistages als auch des Städtetages sind Sie gar nicht eingegangen. Im Gegenteil, Sie haben das einfach weggewischt. Und da sage ich deutlich, das ist ein Fehler. Auch aus dem Umweltbereich große Fehleranzeige. Ich möchte hier noch einmal das Hessische Fischereigesetz ansprechen. Der Landesverband der Fischer, der Fischereiverband hat ganz deutlich gesagt, und das wissen eigentlich auch alle, zumindest die Fachpolitiker im Raum, deutlich gesagt, dass die Fischerei und Fischhaltung in Gewässern hier in Hessen einer grundsätzlichen
Neuordnung in dem entsprechenden Gesetz bedarf, dass es hier eines großen Wurfs bräuchte. Und dem haben Sie sich entzogen. Der Fischereiverband hat sogar ganz klar gesagt, die Frist, die Sie hier gesetzt haben, ist viel zu lange. Wir brauchen eine grundlegende Reform. Und da haben Sie auch gekniffen. Das ist aus unserer Sicht ein Fehler. Und ein dritter Punkt. Ich spreche ihn an, auch wenn der eine oder andere von Ihnen da gequält sein mag. Ich spreche ihn an, weil er nach wie vor richtig ist. Es ist das Hessische Schiedsamtsgesetz. Konkreter Punkt. Anstatt die Ressourcen des Schiedsamtes zu nutzen, zu stärken, bei einer belasteten Justiz, bei Ehrenamtlichen, die engagiert sind, die sagen, ja, wir tun unseren Anteil daran, dass unser Rechtsstaat gestärkt wird. Wir tun unseren Anteil daran, dass Rechtsfrieden in vielen Fällen hergestellt wird. Sagen Sie auch einfach, nein, same procedure as every year, wir machen da nichts, obwohl es viele gute Vorschläge gibt, etwa z.B. Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz mit aufzunehmen, das einmal zu prüfen. Darauf gehen Sie noch nicht einmal ein. Wir halten es für einen großen Fehler, dass Sie diese vorhandenen Ressourcen nicht hinreichend nutzen, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie auch mit diesem Sammelgesetz eine Chance vertan haben. Wir wollen ein echtes Normcontrolling, ganz nach dem Motto, so viele Vorschriften wie nötig, aber so effektiv wie möglich. Sie haben hier eine Chance vertan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Hofmann. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Honka zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben die zweite Lesung des Sammelgesetzes in diesem Jahr. Und anders als die Kollegin eben von der SPD-Fraktion kann ich feststellen, dass das Sammelgesetz in diesem Jahr genau den Sinn und Zweck erfüllt, den es erfüllen soll. Es soll Vorschriften verlängern, die nicht geändert werden müssen. Es werden einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen, die notwendig sind. Und damit erfüllt das Gesetz genau den Sinn und Zweck, den es erfüllen soll. Und genau das, was Frau Kollegin Hofmann eben angeführt hat, die größeren inhaltlichen Änderungen erfolgen eben nicht mit dem Sammelgesetz. Und das ist auch richtig so, und das ist gut so. Und deswegen können wir diesem Gesetz genauso zustimmen. Vielen Dank. Danke, Herr Honka. Für die GRÜNEN-Fraktion hat sich Frau Förster-Heldmann zu Wort gemeldet. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich möchte folgende Einlassung dazu geben. Ich bin ja nicht Juristin, wie die meisten von Ihnen wissen. Und das Sammelgesetz ist ja dazu da, um eben Gesetze zu verlängern. Die Befristung ist dazu da, wie Frau Hofmann ausgeführt hat, um die Gesetze zu überprüfen, möglicherweise zu ergänzen. Ich finde aber trotzdem, dass die Vorrednerin schon ein bisschen am Thema vorbeigeredet hat, weil es geht ja hier nicht darum, dass wir sozusagen alles auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal an die Änderung der Hessischen Bauordnung erinnere, dann wissen die meisten von uns auch, was das in der Fülle und in der Fülle der Arbeit auch bedeutet. Was aber nicht sein kann, ist, dass wir das Sammelgesetz nicht machen, weil dann die Gesetze quasi nicht mehr tragen, also quasi aus der Befristung rausfallen und nicht mehr existent sind. Das kann nicht der Sinn dieser Vorlage sein. Und deswegen bitte ich Sie in Gänze, diesem Sammelgesetz zuzustimmen. Es wird deutlich, dass es rein terminliche Veränderungen gibt. Es gibt keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen. Wir bekommen keine Debatten vorenthalten, die in irgendeiner Weise versteckt sind. Und deswegen kann man diesem Gesetz sorglos zustimmen. Danke, Frau Förster. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um es kurz zu machen, wir werden dem Gesetzentwurf ebenfalls zustimmen, wie auch schon im Ausschuss. In der Tat haben wir vor vielen Jahren die Befristungen der Gesetze auf den Weg gebracht, mit dem Ziel und Gedanken zu schauen, ob man ein Gesetz beibehalten muss. Und es war ja auch nicht nur für die Gesetze gültig, sondern auch für Verordnungen und Erlasse, die ebenfalls aber eben auf der zweiten Gewaltebene regelmäßig überprüft werden, ob sie verlängert werden oder nicht. Wir sind zuständig für die Gesetze. Deswegen schauen wir uns das auch regelmäßig an. Es gibt in der Tat, Frau Hoffmann, den einen oder anderen Punkt, der angesprochen wird, sowohl im Therapieunterbringungsgesetz als auch im Schiedsamtsgesetz. Die möchte ich jetzt einmal benennen. Auch da werden wir uns weiter mit beschäftigen und schauen, ob man weitere Gesetzesinitiativen starten soll. Aber der Grundgedanke des Verlängerungsgesetzes, eben eine Befristung dann auch entsprechend zu verlängern, so es nötig ist, macht Sinn. Und deswegen werden wir dem Gesetz hier an dieser Stelle auch zustimmen. Und ich glaube, dass das so auch absolut sinnvoll ist. Und deswegen will ich es so kurz machen, wie Sie es angekündigt haben. Vielen Dank. Wir werden zustimmen. Danke, Herr Müller. Auch wenn sich das gerade für mich ein bisschen merkwürdig anfühlt, ich danke Ihnen und gratuliere Ihnen für Ihre erste Rede in dieser Legislaturperiode. Für die Landesregierung erteile ich Justizministerin Frau Kühne-Hörmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind in der zweiten Lesung für das Sammelgesetz. Ich will an dieser Stelle nur einen Aspekt noch aufklären, Frau Kollegin Hoffmann. Es ist nicht so, dass die Gesetze nicht evaluiert werden, sondern es ist so, dass vonseiten der Ministerien natürlich alles am Ende geprüft wird, was das Gesetz angeht. Mein Vorredner hat ja eben gesagt, vonseiten der FDP, die Verlängerung der Gesetze wird auch durch Anhörungen der Fachverbände begleitet. Deswegen will ich mal darauf hinweisen, dass es ein Stufenmodell im gemeinsamen Runderlass des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister gibt zur Einführung eines Leitfadens für das Vorschriftencontrolling vom 11. Dezember 2017. Also hier zu sagen, es gebe keine Evaluation, widerspricht dem, was ich Ihnen hier gerade vortrage. Deswegen ist das Sammelgesetz so zustande gekommen, dass es am Ende durch die zuständigen Gremien gegangen ist, nämlich eine Normprüfstelle, Frau Kollegin Hoffmann, die den Gesetzentwurf freigibt. Das haben wir bereits in Hessen. Das muss man nicht neu fördern, wenn man das einmal gelesen hätte. Und im Übrigen ist es so, dass auch alle Anzuhörenden dazu keine weiteren Vorschläge vorgetragen haben, auch nicht die Schiedsmänner und andere. Sie haben als Abgeordnete die gesamte Anhörung zur Beratung bekommen. Deshalb davon zu sprechen, es habe keine Evaluation, keine Anhörung und keine Prüfung gegeben, weise ich hiermit zurück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, danach ist es der übliche Weg, beim Sammelgesetz die Verlängerung am Ende hinzubekommen und das Formale zu beschließen. Darüber hinaus muss sich dann jede Fraktion überlegen, ob sie Änderungen hat. Diese Änderungen werden nicht im Sammelgesetz besprochen, sondern bedürfen einer eigenen Antragstellung und einer eigenen Initiative. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da habe ich vonseiten der SPD keine einzige Initiative gesehen und gehört. Deswegen bitte ich um Zustimmung zum Sammelgesetz. Danke, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf für ein 12. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Wer dem Gesetz seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, FDP und GRÜNE. Wer ist dagegen? Das ist die SPD. Wer enthält sich? Das sind DIE LINKEN. Unter Nichtteilnahme von Frau Öztürk diesmal. Damit hat dieser Gesetzentwurf eine Zustimmung gefunden und wird zum Gesetz erhoben. Sie hat das zugestimmt. Ich korrigiere mich. Zustimmung von Frau Öztürk zu dem gerade beschlossenen Gesetz. Entschuldigung.